Ganz wichtiges Video, hört ganz genau zu. Gewinne deine Power zurück und zerstöre somit das Ego des Narzissten. Narzissten denken, sie sind das Allerbeste, was einem passieren kann. Sie denken so hoch über sich selbst, so viel über sich selbst. Sie sind das Allerbeste, das Allerschönste, das Allertollste. Und so haben dieses riesen Ego. Die denken, du brauchst die unbedingt, machen dich eifersüchtig, machen dich süchtig nach denen, machen Power Games. Und sowas, nimm jetzt deine Power zurück. Hol dir deine Power zurück. Denn Narzissten haben dieses Riesen-Ego und denken wirklich, dass du sie mehr brauchst als sie dich, obwohl es genau andersrum ist. Narzissten brauchen dich mehr als du sie. Und eigentlich insgeheim ist das denen klar, nur sie wollen es einfach nicht wahrhaben. Und vielleicht geben sie dir dann auch das Gefühl, dass du sie mehr brauchst als sie dich. Indem sie dir das auch so eintrichtern. Ha, du brauchst mich. Ha, jemand Besseres wie mich findest du nicht. La, kannst froh sein, mit so einem wie mir zusammen zu sein. Und mach und flößen dir diese ganze Gülle ein. Und irgendwann glaubst du das. Aber wie du deine Power zurückgewinnst, ist, wenn du dich zurückziehst, die Aufmerksamkeit wegnimmst, die Zeit wegnimmst. Alles wegnimmst von dir, du konzentrierst dich auf dich. Du konzentrierst dich nicht mehr auf den Narzissten. Wer damit noch Probleme hat, ihr könnt gerne ein Coaching mit mir buchen, Link in der Beschreibung. Aber wie gesagt, du musst daran arbeiten. Du brauchst deine positiven Ablenkungen. Du musst dich selbst wieder aufbauen. Geh ins Sport, geh laufen, beweg dich, ernähr dich besser, geh an die Sonne. Ich gehe auch gleich trainieren und noch ein bisschen biken und sonst was. War schon biken, geh nochmal quasi, weil einfach das Wetter viel zu geil ist. Und so, ich nehme meine Auszeit, nimm dir deine Auszeit auf jeden Fall. So, nimm dir Zeit für dich selbst, lese ein Buch, meditiere, ja, geh in den Wald, grounde dich selbst wieder und finde deine Mitte wieder. Das ist deine Power, wenn du wieder in der Mitte bist und merkst, ey, ich brauche diesen Menschen da nicht. Ich brauche diesen Narzissten da nicht. Ich hätte gedacht, ich wäre abhängig und süchtig nach diesem Menschen. Aber das ist alles nur in meinem Kopf. Es ist alles nur in deinem Kopf, glaub mir. Es ist alles nur in deinem Kopf, weil die dir die ganze Zeit da diese Scheiße einreden. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du dann sagst, weißt du was, bis hierhin und nicht weiter, ich habe jetzt endgültig genug und du ziehst endlich diesen Schlussstrich, ab diesem Zeitpunkt wird sich alles verändern und die Power-Dynamik wird sich verändern, weil Narzissten stehen auf Power-Dynamiken. Die wollen all die Power und du kriegst gar nichts. Aber wenn du deine Power wieder an dich nimmst, machst dann wieder Sport, ernährst dich besser, gehst raus, triffst dich mit Leuten, die dir gut tun, machst wieder deinen Job, machst wieder deine Hobbys, machst wieder dein Business, ja, machst alles wieder, was du vernachlässigt hast und verfolgst jetzt endlich wieder deine Träume, deine Ziele, deine Visionen, deine Hobbys. Und Dinge, die dir wirklich Spaß machen, dann kriegst du deine Power auf jeden Fall wieder zurück. Je mehr du dich unattachst, je mehr du dich zurückziehst vom Narzissten, je mehr du wieder diese Sucht vom Narzissten wegnimmst, ja, wie soll ich das beschreiben, dass ihr das versteht, was ich meine? Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Je mehr du wieder zu dir selbst kommst und zu der Wahrheit kommst, dass du diesen Menschen da nicht brauchst, ja, desto mehr Power gewinnst du. Glaub mir. Glaub es mir. Kannst mir glauben oder nicht, aber das ist die Wahrheit. Je mehr du dir selbst klar machst, ich brauche diesen Menschen nicht, dieser Narzisst wird das merken, dass du richtig unattached bist. Wie sagt man das auf Deutsch? Schreib es in die Kommentare. Ich weiß nie, wie das auf Deutsch heißt, unattached. Das heißt, ich weiß, was es auf Englisch heißt. Du bist halt so unemotional, also du bist so süchtig mehr nach diesen Menschen, du bist so richtig gleichgültig, so sagen wir einfach gleichgültig dazu, du musst gleichgültig sein. Dieser Mensch muss dir so richtig scheißegal sein. Sorry für meine Wortwahl, aber es ist so. Dieser Mensch muss dir richtig scheißegal sein. Denn solange du noch die Fäden da lässt oder die Ketten da lässt zu diesen Menschen und du fühlst dich da so verbunden zu diesen Menschen oder mit diesen Menschen da, solange kann dieser Mensch dich noch manipulieren und kann dich noch zerstören. Aber du wirst das Ego dieses Narzissens zerstören, wenn du die Ketten endlich durchbrichst,
wenn du dich endlich löst von diesem Menschen. Ja, unattached heißt ja eigentlich auch so, sich lösen, so auf die Tour. Man löst sich so von diesem, löse dich von diesem Menschen. Und was dabei hilft, ist, wie gesagt, positive Ablenkungen, wieder mehr Zeit mit dir selbst verbringen, mehr Zeit mit Menschen, die dir gut tun, verbringen, Hobbys wieder verfolgen, dein Business wieder verfolgen, deinen Job wieder machen, dich mehr auf dich selbst konzentrieren, Dinge tun, die dir tatsächlich Spaß machen, und das wird dir das Ganze leichter machen. Nicht zu Hause bleiben nur und darüber nachdenken und sonst irgendwas, das ist scheiße. Nicht nur in den Gedanken bleiben. Gedanken sind schön und gut, aber Gedanken ohne Taten sind nichts wert. Du musst Taten jetzt folgen lassen. Du musst jetzt Taten folgen lassen, auf jeden Fall. Denn solange du noch zu Hause bleibst in deiner Depression, und ich verstehe euch, ja, es macht einen depressiv, es zieht einen runter, aber du darfst nicht zulassen, dass diese Menschen dich zerstören können. Das darf niemals passieren. Du musst an dir arbeiten, jeden verdammten Tag, Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus. No excuse. Keine Ausreden mehr. Und so zerstörst du das Ego des Narzissten, wenn der Narzisst sieht, du bist wieder stark. Weil Narzissten denken, dass du schwach bist, dass du eh nicht weggehst. Die denken, die besitzen dich. Der Narzisst denkt, dass er dich besitzt. Du bist sein Besitz in seinen Augen. Der Narzisst denkt, ach, du verlässt mich eh nicht. Du bleibst eh immer bei mir. Ich hab dich eh an den Eiern. Aber sobald du dann zeigst, weißt du was? Was soll, du hast mich an den Eiern. Hier, ich gehe. Und ich gehe für immer. I go for good. Ja, ich gehe für immer. Du siehst meinen Arsch nie wieder. Wenn die das merken, die zerbrechen innerlich. Die gehen kaputt. Die gehen innerlich kaputt. Ihr Ego geht kaputt. So kannst du das Ego des Narzissten zerstören, wenn der so richtig merkt, ey, ich habe diesen Menschen hier verloren. Endgültig. Aber das muss wirklich endgültig sein, weil du hast die Power in der Hand, sobald du sagst, endgültig Schluss. Es ist endgültig Schluss, dann hast du die ganze Power. Aber solange es noch so ein Hin und Her ist, hat der Narzisst immer die Power. Immer. Solange er noch zurückkommen kann zu dir und du nimmst ihn immer zurück und versöhnst dich wieder mit diesem Narzissten und sonst was und verzeihst und verzeihst und verzeihst, dann hat der Narzisst immer die Power. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, weißt du was, das ist jetzt die Grenze, das war's jetzt. Ich hab genug. Das ist die Grenze, das ist die Barriere, das ist die Mauer, das war's jetzt. Bis hierhin und nicht weiter. Dann hast du die ganze Power. So nimmst du deine Power zurück, wenn du endlich den Schlussstrich ziehst und sagst, bis hierhin und nicht weiter, es ist gut. Ich hab genug. Dann twisten die Dynamiken wieder. Oder wie sagt man dazu? Ja, dann kriegst du die ganze Power wieder zurück. Dann hast du die Power. Und somit nimmst du deine Power wieder zurück. Deswegen nimm deine Power zurück und zerstöre somit das narzisstische Ego. Auf jeden Fall. Denn Narzissten wollen nur eins: Power. Kontrolle. Manipulieren. Aber wenn die merken, die können dich nicht mehr manipulieren, die können dich nicht mehr kontrollieren, die haben keine Macht mehr über dich, also Power mehr über dich. Du zerstörst somit ihr Ego. Deswegen, und wer damit noch Probleme haben sollte, buch gerne ein Coaching mit mir und wir können dann im Detail halt, ist halt besser, das One-on-One zu machen, als jetzt hier. Ich habe jetzt nicht alle Szenarien im Kopf, weiß ja nicht, wo du gerade stehst. Ich habe dir jetzt positiven Ablenkungen gesagt. Vielleicht brauchst du etwas anderes. Vielleicht ist es bei dir eine mentale Sache oder sonst was. Du musst das mit dir selbst ausmachen. Vielleicht ist es bei dir eine emotionale Sache. Vielleicht ist es bei dir eine Sache, weil du ein Kind da hast. Was weiß ich, warum du so attached bist, warum du so süchtig nach diesem Menschen bist. Ja, aber mach dir klar, Narzissten brauchen dich mehr als du sie. Der Narzisst braucht dich mehr als du ihn. Und das muss dir klar sein. Und sobald dir das klar wird, gewinnst du die ganze Power wieder zurück. Dann hast du die Macht in der Hand. Dann hast du die Macht. Aber solange du noch die ganze Zeit versöhnst und verzeihst und zurückgehst und zurückschreibst, so nein, kein Zurückschreiben mehr. Pure Ignoranz, somit zerstörst du dir auch. Warum habe ich das eigentlich nicht gesagt? Aber sollte ja eigentlich klar sein. No contact, absolut keine Aufmerksamkeit. Gut, ich habe es ja eigentlich gesagt. Aufmerksamkeit weg, alles weg. No contact, ja, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr mich schon länger verfolgt, ihr wisst Bescheid.
Wie oft mache ich nicht schon Videos darüber? Deswegen, wenn ihr ein detaillierteres Video zu Now Contact braucht und sonst was, guckt mal. Ich habe schon einige Videos dazu gemacht. Guckt mal in die Vergangenheit, da habe ich einige Videos gemacht, wenn ihr neu hier seid. Aber ja, No Contact, kein Kontakt, absolut Power zurückziehen, dass dieser Mensch keine Power mehr über dich hat. Und jetzt nimmst du deine Power wieder zurück. Du machst jetzt immer mehr Dinge, die dir gut tun, weil diese Menschen lenken einen nur ab. Du lässt dich nicht mehr ablenken. Du gehst nicht auf die Telefonate ein, wenn die dich anrufen. Du gehst nicht dran, wenn die dir schreiben. Du ignorierst die oder blockierst die oder sonst irgendwas. Du schreibst nicht zurück. Du antwortest nicht. Pure Ignoranz. Denn die haben deine Zeit, deine Aufmerksamkeit und dich nicht verdient. Mach dir das klar. In diesem Sinne, ich wünsche euch nur das Beste. Ich gehe jetzt ins Gym und dann sehen wir uns wie immer in den nächsten Videos. Peace out, stay blessed and stay strong.